Es ist spannend, Trichter. Jawohl, Trichter. So, jetzt schmeiß ich da mal einen Burger rein. Mal gucken, ob der vorne rauskommt. Zack, im Trichter. Bitte komm jetzt raus. Bitte, bitte, bitte. Wo bist du? Wo ist jetzt der Burger geblieben? Hallo? Wo ist mein Burger? Mein Burger ist nicht da. Hallo, Burger. Wo ist der Burger jetzt geblieben? Im Trichter. Der ist noch im Trichter. Muss ich den hier vorher... Moment mal, muss ich diesen Burger hier vorher irgendwo platzieren? So? Drei? Drei Burger sind jetzt drin. Jetzt muss er doch eigentlich erkennen, dass da Burger drin sind. Und dann muss der doch eigentlich mit... Dann muss der doch eigentlich da reinkommen. Oder nicht? Tut er das jetzt nicht? Nee, wie macht er das jetzt nicht? Wieso ist das so? Wieso geht der jetzt nicht weiter? Muss ich da noch ein bisschen forschen, wieso das jetzt nicht funktioniert? Eigentlich müsste der jetzt durch diesen Trichter da reingehen. Nochmal abbauen. So, den Burger haben wir wieder. Rohre nochmal abbauen. Da muss das irgendwie anders stehen. Ich probiere es nochmal aus. Rohr. Trichter. Das sieht aber jetzt irgendwie richtig aus, oder? Wenn ich ihn jetzt da reinschmeiße? Weg ist er? Okay, Moment, jetzt ist er drin. Da darf kein Knick drin sein, oder was? Jetzt sind die vier Burger drin. Sehen wir die mal wieder raus? Jetzt schmeiße ich nur einen da rein. Ohne, dass da vorne was drin ist. So, einer ist... Oh, Moment. Moment. Ein Burger da rein, bitte. Ist er drin? Hier ist er weg. Ist das ein bisschen umständlich, dieses Hin- und Hergelaufe? Aber, oh ja, dann wird er automatisch irgendwo einsortiert, wo was frei ist. Also, es funktioniert. Was willst du denn hier? Hallo, Grille. Tschüss, Grille. Und das ist also jetzt direkt ein Schubfach, was an den Draw-Controller angrenzt. Aber wir haben ja auch gesehen, dass es oben funktioniert. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Es wird funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich setze jetzt hier nochmal zwei, drei andere Drawers hin und nehme vielleicht auch mal ein anderes Item. Wir machen jetzt in dem letzten hier, versuchen wir das jetzt mal. Und legen hier... Ach komm, hier unsere Fackeln des Zimmermanns. Damit können wir doch mal arbeiten. Ich wollte eigentlich nur eine da reinpacken. Wie mache ich das denn nochmal, dass ich nur eins da reinlegen, nur eins da reinlege? Das habe ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr auf dem Schirm. 17, 16, 15, 14. Egal. So, also eine Fackel des Zimmermanns ist jetzt drin. Mehr nicht. Und wir gehen wieder rum und schmeißen eine Fackel in den Trichter rein. Zack. Eben die Hopper-Ducts mal eben wegnehmen. Hier ist nichts mehr drin. Alle rein, alle rein. Oder fast alle. Ein paar fallen dann daneben. Alle weg. Und wieder rein. Einfach nur zum Gucken. Kommen die hier wirklich an? Und sie kommen an. Es sind 8 Fackeln drin. Das gefällt mir richtig gut. Also das System funktioniert. So können wir arbeiten. Es geht jetzt halt nur darum, das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen. Und wir sind also noch nicht fertig. Ich muss mal eben gerade gucken mit den Truhen. Ich muss mal eben eine Truhe bauen. Eine Truhe bauen, eine Truhe bauen, eine Truhe bauen. Weil Truhen sind hier auch elementar bei dieser ganzen Geschichte. Aus Weidenholz bauen wir die. Wir machen mal gleich 2 Stück. Dass wir auch nochmal mit einer großen Truhe das alles testen können. So. Auch nicht dunkel werden jetzt. Ich will noch nicht schlafen. Bin gerade mitten hier in der Beschäftigung. Bin gerade mitten in der Beschäftigung drin. So, kann man. Also man. Okay, man kann also eine Truhe auf den Trichter setzen. Mit Shift. Rechtsklick. Jetzt lege ich hier was rein. Weidenholz. Und man sieht,
wie das Weidenholz weniger wird in der Truhe, wie es sich automatisch abbaut und dann hier irgendwo hoffentlich gleich erscheint. Genau, da ist es ja schon. Da steigt auch die Zahl, wenn man rechts unten guckt. Das funktioniert wunderbar. Jetzt würde ich gerne noch was anderes ausprobieren. Funktioniert das auch ohne Trichter, indem man einfach vorne eine Truhe dran klatscht? Man muss ja auch ein bisschen ausprobieren. Es ist jetzt dunkel. Lass hier mal eben kurz ausleuchten. Wir können das hier auch mal eben ausleuchten, das ganze Ding. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts passiert. So, Truhe abgerissen. Trichter weg und die Truhe dran geklatscht. Das geht nämlich auch. Man kann hier auch einfach so eine Truhe dran klatschen ohne Trichter. Ebenfalls mit Shift-Rechtsklick an das Rohr dran. Und jetzt schmeißen wir hier mal ein bisschen Eichenholz rein. Nee, das funktioniert nicht. Man muss diesen Trichter haben, damit es funktioniert. Hier baut es sich sonst nicht ab. Also wieder Truhe wieder abgerissen. Ohne Trichter funktioniert es nicht. Jetzt ist halt nur die Frage, wie bauen wir das? Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal eben schlafen. Können wir uns mal eben Gedanken machen, wie wir das eigentlich bauen wollen. Einmal eben ins Bett. Dann stellen wir uns hier gleich ein Bett ins Blumenhaus. Dann müssen wir nicht mal so weit laufen. Aber was soll's. So hat man Zeit, sich ein bisschen mehr zu sammeln. So, welches Bett nehmen wir denn? Ach, irgendwie ist mir das Regenbogenbett jetzt sympathischer. Das nehmen wir mal. Ach, wie nett. Ich bin so froh, dass es funktioniert. Das ist total cool. Vor allen Dingen, ich freue mich jetzt schon auf den Augenblick, wenn das Haus fertig ist und hier etliche zig Schubfächer drin stehen und wir einfach nur noch in diese Truhen reinschmeißen und reinschmeißen und reinschmeißen und reinschmeißen und sich das hier alles automatisch füllt. Das wird, glaube ich, ziemlich nice. So, aber trotzdem, die Frage ist jetzt, wie bauen wir das denn? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir eine Truhe vor das Blumenhaus stellen. Dann müssen wir allerdings so arbeiten. Das reißen wir erstmal wieder ab. Und im gleichen Zuge würde ich gerne ausprobieren, ob dieser Redstone-Komparator, nee, Redstone-Komparator nicht, sondern der Schubfach-Controller, ob der auch unterirdisch funktioniert. Den reißen wir mal wieder ab. Zack, da haben wir ihn schon. Und ich würde den jetzt ganz gerne unter... Wir machen das einfach mal von hier. Moment, hier machen wir es wieder zu. Weil das soll ja schon abgeschlossenes Haus sein. Ja, also es soll schön abgeschlossen sein. Und ich würde mir jetzt einfach mal die Freiheit nehmen. Wo soll das Ganze denn anfangen? Die Crafting-Truhe könnte hier stehen bleiben. Ist jetzt eigentlich auch völlig egal, wo wir den hinpacken. Weil er ja die Kontrolle über alle Schubfächer haben wird, die direkt dort angrenzen. Das heißt, das reißen wir mal eben raus. So, schön einsammeln. Und jetzt setze ich diesen Schubfach-Controller einfach mal unter die Schubfächer. Zack. Damit man den nicht sieht. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wenn ich hier jetzt ein Rohr setze. Hopperdakt. Zack. Kann ich nicht? Kann ich nur hinten? Kann ich das Rohr nur hinten dran setzen? Wo war das jetzt? Wir buddeln hier mal eben so ein bisschen was auf. Wo war der denn jetzt? Da. Da ist er doch. Nee, ist er nicht. Bin ich jetzt doof? Hallo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wo ist der denn jetzt? Ist er noch tiefer? Buddel hier mal eben so ein bisschen was auf. Ich glaube, ohne Aufbuddeln klappt das nicht. So, da ist er doch. Da ist er doch. Müssen wir den noch einen tiefer setzen? Da können wir gar kein Rohr dran setzen, ne? Zack. So, Rohr. Also man kann den nur von hinten, man kann nur diese Rohre von hinten dran setzen. So, und wenn ich jetzt hier... Mal eben nach unten. Mach mal eben so eine... Trichter. Wenn er so ebenerdig rauskommt... Funktioniert das dann jetzt oder nicht? Trichter, 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 Trichter. Jawohl! Das funktioniert. Wo kommen sie denn raus? Da kommen sie raus. Hehe. Oh, eine Truhe ist da auch drin.
Okay. Ja, das sieht vielversprechend aus. Dann können wir unter der Erde hier weiter buddeln. Weiterbauen. Allerdings muss das Ding noch ein bisschen tiefer stehen, oder? Denn sonst, wenn wir jetzt hier mit Erdblöcken arbeiten, Moment. Erdblöcke, Erdblock, Erdblock. Ja, guck mal, das sieht ja doof aus. Was machen wir denn da? Müssen wir den noch tiefer setzen? Ich will den aber nicht noch tiefer setzen. Nochmal abreißen. Ne, den Trichter lassen wir mal eben. Der war nämlich schon ganz gut platziert. Wieso kann ich das jetzt nicht einsammeln? Komm schon. Sei nicht so. Hallo, ich werde das einsammeln. So, da haben wir's. Also, wir lassen das jetzt so stehen, wie es steht. Wie das unter der Erde aussieht, ist völlig Banane. So, der Kontakt ist auf jeden Fall hergestellt. Aber wir müssen das Ganze doch noch eine Ebene. Moment, das können wir doch wieder abreißen. Sorry. Das lassen wir sitzen. Die Verbindung hier unten ist da. So, da, ne? Ja. Aber diesen Schubfachcontroller müssen wir noch tiefer setzen. Ach, ist das spannend. Es muss jetzt vernünftig aussehen. Also ich will erst, dass das funktioniert, bevor ich das Haus jetzt weiterbaue. Das muss erst vernünftig funktionieren. Also wieder abgerissen, das Ding. Eingesammelt. Und eine Ebene tiefer gesetzt. Zack. Wenn ich den jetzt noch tiefer setze. Und jetzt ein Rohr nach oben führe. Ob das wohl trotzdem noch funktioniert jetzt? Also jetzt ist er halt noch tiefer in der Erde. Die Verbindung ist aber ja trotzdem noch da. Also schmeißen wir mal noch mal etwas rein. Irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht reingeworfen hatten. Die Schere. Brauchen wir sowieso jetzt gerade im Moment nicht. Rein da. Und die Schere ist weg. Okay. Schere ist weg. Schere ist nicht da. Wo ist die Schere? Wo ist meine Schere? Hallo? Wo ist die Schere? Mano! Komm jetzt! Fang bitte nicht so an, ja? Ich bin traurig. Nicht so anfangen jetzt. Die ist doch weg. Wo ist die Schere geblieben? Meine Schere ist weg. Hallo? Warum auch immer sie weg ist. Wir machen das nochmal mit Erde. Erde, 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 Erde. Erde ist weg. Einmal rumgehen. Kommt aber nicht hier raus. Also irgendwie funktioniert das so jetzt nicht. Irgendwo bleiben die Sachen jetzt auf der Strecke, wenn das so gebaut wird. Das stimmt mich jetzt etwas ratlos, wieso das jetzt nicht funktioniert. Hier ist auch nichts drin. Doch, da ist die Schere drin. Da ist die Schere drin. Was ist denn hier drin? Also hier ist die Schere drin. Muss ich denn hier rohrtechnisch irgendwie noch was ausbauen? Aber wieso? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Hier ist auch keine Verbindung zwischen. Moment. So, jetzt habe ich alles wieder. Ach, diese Verbindung? Jetzt ist sie, jetzt ist die Verbindung da. Eben war die Verbindung nicht da. Jetzt ist sie da. Jetzt versuchen wir das nochmal. So, die Erde habe ich auch wieder. Die war da auch drin. Also rein mit der Erde. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Jawohl! Und die Erde geht raus. Oh, wo landet sie denn jetzt? Jetzt funktioniert's, jetzt funktioniert's. Funktioniert immer noch nicht. Ich kriege eine Krise. Wieso geht das nicht? Die Verbindung ist doch jetzt da.
Manno, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn jetzt das Problem? Wo ist denn die Verbindung jetzt nicht? Einmal in einzelnen Ducts mal eben gucken. Jetzt steckt's da. Jetzt sitzt es irgendwie da. Jetzt geht das hier nicht weiter. Warum nicht? Wieso nicht? Wieso geht das nicht weiter? Hm. Vielleicht müssen wir es doch anders bauen. Vielleicht, ist einfach das Problem da, dass der Schubfachcontroller jetzt unten ist und dass es deswegen nicht funktioniert. Also eben hat es ja funktioniert, aber dann muss der wieder nach oben. Da muss ja wieder eine Ebene nach oben. Dann machen wir das einfach mal. Da reißen wir nochmal ab. Man muss ja auch ein bisschen rumprobieren. Ist ja jetzt kein Problem. Moment, da ist die Verbindung nicht da, sehe ich gerade. Wollen wir das nochmal ausprobieren? Oh, diese Ducts, ich werde hier irre. Vielleicht geht das auch einfach. Vielleicht geht das auch einfach so nach oben nicht. Vielleicht muss man diesen Draw-Controller einfach wieder eine Ebene nach oben setzen. Irgendwie funktioniert es so jetzt nicht. Aber ohne, dass man es probiert, kriegt man es eben auch nicht raus. So, also gehen wir jetzt nochmal nach oben, nochmal zur anderen Seite. Es ist ja auch spannend, es ist ja auch spannend. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das hier groß zu schneiden. Du sollst es jetzt wirklich mitkriegen, wie ich hier mich bemühe, das vernünftig hinzukriegen. So, jetzt müsste das auf jeden Fall, wenn wir das jetzt verrohrt haben, wieder funktionieren. Allerdings würde ich jetzt gerne herausfinden, ob das auch funktioniert, wenn wir den jetzt schon auf dieser Ebene haben, dass wir dann einfach ein Rohr nach unten setzen. Geht das denn? Ist denn hier die Verbindung dann gegeben? Das muss doch funktionieren hier. So, jetzt haben wir das also so gemacht mit dem Trichter. Hier war jetzt noch... Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht machen. Oh, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt will ich es wissen, ey. Jetzt will ich es wissen. Erde ist jetzt hier nicht mehr drin. 49, 49. Wo ist die Erde jetzt geblieben? Ist die da drin? Da ist sie auch nicht drin. Da können wir sowieso nicht reinklicken. Oh, bitte lass die jetzt irgendwie in den Schub. Aber hier ist sie auch nicht. Wo ist die Erde jetzt geblieben? Oh, Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich will es jetzt hinkriegen. Komm jetzt. Trichter, Trichter. Weg ist es. Da ist es nicht drin, da ist es nicht drin. Da ist es auch nicht drin. Dann muss die doch jetzt irgendwo sein. Ist sie aber nicht. Komisch. Okay. Damit. So, Trichter auch wieder weg. Erde. Also wo auch immer die Erde jetzt abgeblieben ist. Oder ist die, habe ich die wieder irgendwie... Ja, keine Ahnung. Also hier ist, haben wir wieder 64 Erde. Also Erde haben wir ja auch genug. Das ist ja nicht das Problem. Da müssen wir das eben jetzt doch so machen. Funktioniert das denn, wenn man diesen Knick jetzt hier einfach macht? Sonst muss ich hier einfach eine Erdschicht hinlegen. Weil noch tiefer wollte ich den jetzt nicht unter die Erde bringen. Da muss das jetzt einfach so funktionieren. Jetzt setze ich hier nochmal, nehmen wir diese Erde nochmal weg. Trichter. Erde rein. Baut nicht ab. Ich probiere mal ein bisschen rum. Ich glaube, ich schalte jetzt doch mal eben auf Pause und probiere mal ein bisschen rum. Bis gleich. So, eigentlich dauerte es gar nicht lange. Ich habe es jetzt doch hingekriegt. Wenn man es jetzt mal ganz in Ruhe macht, dann klappt es auch irgendwann. Wunderbar. Also wir haben es jetzt so gemacht. Hier ist der Draw-Controller ja immer noch. Dann haben wir einfach die Rohre angesetzt. Hier unter dem Haus, da kommt ja wieder Erde hin. Einfach durch. Hier kommt auch wieder ein Stein hin, dass man also eigentlich gar nichts davon sieht. Auf gleicher Höhe
den Trichter angesetzt, wo dann auch noch eine Truhe drauf kann. Das können wir jetzt auch sowieso gleich machen. Also entweder direkt vor der Tür oder einfach hier am Rand. Ist auch egal. Wir können die auch einfach hier hinsetzen jetzt. Also die Truhe kommt direkt da drauf und alles, was wir in die Truhe reinschmeißen, müsste im Grunde genommen jetzt funktionieren. Wir verdecken das Ganze jetzt mit Erde, dass man nichts mehr davon sieht. Zack, zack. Und dann probieren wir das natürlich gleich nochmal im Detail aus. Und ich habe es gerade jetzt getestet. Wir testen es natürlich gleich nochmal. So, habe ich jetzt hier einen Freiraum gelassen? Nein, haben wir nicht. Zack. So, alles mit Erde zu. Man sieht nichts mehr. Hier kommt noch ein bisschen Rose Granit rein. Und alles ist verdeckt. So, kleine Fackel, wenn nicht verkehrt. Ach, und schon wieder haben wir bis in die Nacht gearbeitet. Es ist ja wirklich Wahnsinn. So, jetzt machen wir das hier nochmal zu. Man sieht jetzt nichts mehr davon. Wir wissen nur noch. So, da setzen wir das hin. So, gar nichts sieht man. Und jetzt schmeißen wir erstmal hier was in die Truhen rein. Zack, zack. Und man sieht, wie das weggeht. Zack, eine Truhe. Eisen. Ja, mit dem Eisen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. So, das geht jetzt der Reihe nach runter. Wollen wir es noch ein bisschen beschleunigen hier. Verschiedene einzelne Sachen. So, mit einer Eisenschaufel können wir auch nicht viel falsch machen. Ist das eigentlich egal, wo ich die hin tue? Ich tue die jetzt mal hier hin. Creeper sind hier jetzt nicht am Rumlaufen, ne? Nö. Da, 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 da. Zack, zack, zack. Oh, ja. Und jetzt gehen wir rein. Und alles ist da. Ich bin so froh. Es freut mich tierisch. Ja. Und das ist im Grunde genommen der Grundstein für unser Schubladensystem. Wir wissen, dass es funktioniert. Und wir wissen jetzt auch, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sowas zu bauen. So, hier setze ich erstmal noch eine schöne Fackel hin. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Das bauen wir selbstverständlich hinterher alles richtig aus, wenn wir dieses Haus fertig haben. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein wunderschönes Haus zustande kriegen. Und dann werden wir richtig anfangen hier mit unserem System. Das ist selbstverständlich auch noch in anderer Weise ausbaubar. Vielleicht können wir das in unserem Bauernhaus auch noch in irgendeiner Art und Weise nutzen. Aber wie gesagt, das gucken wir uns später an. Erstmal schönen Dank fürs Zuschauen, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.